Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wir wollen heute jetzt mit Mortal Shell anfangen. Ich starte erstmal. Ich werde es auf der PS5 spielen und auch die PS5-Version spielen. Die PS4-Version hatte ich mir damals leider nicht geholt. Das habe ich jetzt nachgeholt und dadurch halt gleich PS5-Version gekriegt. Ich bin erstaunt über die Gigabyte-Zahlen. Ich habe ja damals nur Trailer geguckt und habe mich bis jetzt auch relativ gut weghalten können von irgendwelchen Demo-Material, dass irgendeiner das angezockt hat oder ein Let's Play oder so, weil ich es nicht sehen wollte, weil ich es ja irgendwann selber spielen wollte. Und jetzt war halt die passende Möglichkeit, dass die PS5-Version kam. Sieht schon, also die Schrift. Sieht schon geil aus. Also, ich spiele es jetzt hier in 4K mit HDR. So, passe Helligkeit des Bildschirms an. Das ist das Symbol links. Kaum noch zu sehen ist. Bei mir ist es gar nicht zu sehen. Bei den Stream-Einstellungen auch nicht. Ach so, da ist das gleiche Symbol zu sehen. Ich muss es bei mir etwas heller machen, weil ich sehe es gar nicht bei mir. Warte mal, ich muss mal gucken. Wenn ich den HD-Typ umschalte. Display HDR, weil da sehe ich es auf jeden Fall mehr und besser. Gerade noch so zu erkennen ist, also hier sehe ich gar nichts. Ich müsste auf 1,2 machen. Standard drinne und dann gucken wir uns mal an, wie wir mit den Standardeinstellungen zufrieden sind. Zusätzliche Inhalte. Ich kann Musikpaket runterladen. Nicht gefunden. Okay. Optionen. Also HDR kann ich jetzt hier nichts einstellen. Warum auch immer. Mein Bildschirm sagt auf jeden Fall HDR ist an. Wir lassen es einfach mal so. Neues Spiel. Controller vibriert schon. Bin mal gespannt. Falls ihr euch wundert, ich trinke Schokomilch. Boah, ist die Grafik geil. Also ich sehe auf jeden Fall, dass ihr Ton habt.
bei den Toneinstellungen gucken. Ja. Aber mein Mikrofon hat kaum einen Ausschlag, warum auch immer. Also normalerweise habe ich mit Mikrofon mehr Ausschlag, aber okay. Können ja mal. Aber ich habe ja Testaufnahmen gemacht vom Menü und so, da war ein Mikrofon nicht zu verstehen. Ich kämpfe selber. Mir war so, als wenn ich irgendwie... R2 nicht gedrückt. Ein bisschen durch heute, ey. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich in Mortal Shell nicht selber als Charakter und also schon selber als Charakter unterwegs bin, aber irgendwie
Körper oder Geister von irgendwie anderen einnehme, habe ich irgendwie eine Erinnerung vom Trailer her. Die Musik macht es gerade nicht besser. Gar nicht gewonnen. Großer Fisch. Also bei dem Springen stellt er sich so ein bisschen, bei dem Sprungschlag stellt er sich ein bisschen grob an. Aber ich hatte vergessen, den Gegner zu fokussieren, glaube ich. Ach. Aber die Grafik ist echt geil. Ich weiß nicht, ob es bei euch denn in der Aufnahme oder wenn ihr dann bei YouTube seht, genauso geil rüberkommt wie hier. Mit den Schatten und hier so ein bisschen grünem Moos, was man so sieht und so. Aber mit den Geräuschen und mit der Musik und so. Also haben sie verdammt gut gearbeitet. Macht einen sehr, sehr bedrückenden. Wieder so Souls-like. Also ist jetzt so nicht meins. Weil es mir zu schwer ist. Ich bin nicht der Typ für irgendwelche Aktionen von irgendeinem Endboss oder von irgendwelchen Gegnern lernen und dann dagegen eine Strategie und ich will immer mitten rein. Immer auf die Fresse und dann los.
Und da so strategisch wie bei Dark Souls, hier musst du jetzt vorsichtig sein und musst du halt links, rechts oder was weiß ich ausweichen und so. Das ist nicht meins. Wart noch nie. Also haben sie sich schon ein bisschen was an der nordischen Mythologie bedient, würde ich sagen. Also grob. Ach, hier haben wir schon hin. Ja, siehst du, so kenne ich es. Vom Trailer her und so. Hier ist nix. Also ich kann davon nur zweimal aufnehmen. Gut, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Oh, mit diesem dumpfen. Mit diesem sehr basslastigen Fisch. Mega geil. Sehen, ha? Speer. Oder nee, das ist ein Stein. Doch, da unten und oben. Mist! Musst du das richtige Timing noch finden? Ich habe extra verhärtet und wollte gleich Hof, aber nach dem Verhärten muss man halt auch die Zeit einkalkulieren, die ja dann nicht mehr verhärtet ist. Also die, wo es sich löst. Verhärtung.
Also bleibt doch alles eingesammelt und aktiviert, so wie es aussieht. Mist. Oh, ist doch nicht. Ey, bei so einem einfachen Gegner. Mann. Gut. Oh Gott, hier noch ein großer. Mist! Da habe ich mir jetzt zu viel zugemutet. Ich hätte mal vorher mir heilen sollen oder so. Gucken, ob die Gegner jetzt auch tot bleiben, die ich schon besiegt habe, oder ob die jetzt wieder am Leben sind. Ach, die sind wieder am Leben. Leg mich doch am Arsch. Yeah.
hätte glaube ich nur. Ich hätte gerne nur einen benutzen, nur zwei benutzen, nur einen. Naja, scheißegal. Schon wieder welche, ey. Wie viel sind denn von den Viechern hier, ey? Scheiße! Alter, ist doch nicht normal. Hat eben gedacht, ich komme nicht voran. Wieso sind da jetzt auf einmal so viele? Die Souls-like Games, die sehen, also wenn ich mir das neue Dark Souls angucke und so, die sehen unfassbar geil aus. Die machen auch Bock, aber die sind scheiß schwer. So, jetzt sind wir mal da lang gegangen, jetzt gehen wir mal hier lang. Mal was anderes sehen. Ach, Mensch, verhärte dich! Ist doch nicht. Ich bin zu bescheuert. Ich bin doch nicht. Ja, nächste Mal Sturm. Ich finde die Steuerung ein bisschen hart. Sie funktioniert sehr gut, aber wie soll ich euch beschreiben? Also man kann halt nicht so viele Attacken zugleich schnell hintereinander machen und es dauert halt immer ein bisschen was, bis man das nächste machen kann. Oh nein! Scheiße! Scheiße! Oh, gegen den habe ich doch noch keine Chance. Mensch, verpiss dich! Leck mich doch am Arsch!
denn jetzt am besten strategisch voran? Was haben wir denn hier? Komm her. Ich lasse ihn jetzt einfach auf mich zukommen. Scheiße, einmal ausgelegt. Mist. Mist. Ich habe auch nicht. Aber auch nicht, der kriegt keine Energie, ne? Unmöglich. Hier hin, gucken, ob die Pilze wieder da sind. Ja, super. Und dann nehmen wir mal einen. Und noch einen. So. Sonst haben wir hier nichts weiter, aber. Hier hingehen. Ach, Scheiße. Mist.
Scheiße. Jetzt aber. Meine Schlagtaste hat blockiert. So ein bisschen. Gucken, ob wir jetzt Pilze noch mal sammeln können. Meine Energie ist echt mies. Wir gucken mal, ob wir hier noch was looten können. Was ist das für einer? Schnell weg. Oh, fuck, 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 fuck. Der ist ja heftig. Nee, da haben wir keine Chance. Unentdeckte Höhle, unentdeckt, unentdeckt. Also wir kriegen noch mehrere Höhlen, okay. Ich habe eigentlich gedacht, dass vier mehr Höhlen sind und dass dann pro Abschnitt einfach eine Höhle uns aussuchen, wie wir gerade kämpfen wollen. Okay. Macht nichts. Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Gleich haben wir die Zeug abgewartet. Dann können wir ja Pilze aufsammeln. Weil mit dem bisschen fitzeligen Energie, was ich habe, brauche ich nicht weiter. Das ist lächerlich. Thank you.
fuck. Ich bin einfach zu schlecht dafür. Es macht unheimlich Bock, aber ich bin zu schlecht. Dann würde ich sagen, dann hören wir hier auch mal auf. Oh, das ist so ein geiles Bild, oder? Leg mich am Arsch. Warte mal, ein Stück Kuchen. Nee, warte mal. Auch ein geiles Bild. Oh, das muss ich gleich mal screenshotten. Zack. So. Dann würde ich sagen, dann wartet jetzt erstmal. Es macht unheimlich Bock. Ist aber scheiße schwer. Es ist ein Souls-Spiel. Also da brauchen wir nichts anderes sagen. Ich habe gehofft, dass es nicht ganz so brechend schwer ist. Mit dem Timing kommt man nach einer Weile halbwegs rin, aber ich bin halt nicht so der Timing-Typ. Ich bin nicht der Timing-Typ, der sagt hier, dreimal haut er daneben und dann beim vierten Mal schlage ich zu. Da habe ich einfach nicht die Geduld dafür. Ich bin eher so der Haut-Ruff-Typ. Da sind Gegner, gib mir ein Schwert und ruff. Und mitten rein. So wie bei Outriders zum Beispiel. Ja, also. Aber es ist ein geiles Spiel. Also ich will es nicht schlecht machen oder so. Ich werde es auch bestimmt noch ein paar Mal spielen, aber ihr seht, ich werde nicht großartig weiterkommen. Ich bin immer nur am Versagen. Aber naja. Trotzdem Grafik geil, Sound geil und wie sie das mit den Basseffekten teilweise machen. Absolut hammergeil. Also wirklich. Atmosphäre. Top. Top Game. So. Nichtsdestotrotz, wartet jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat und gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.